Für uns geht es jetzt nach Rabat. Und wer geglaubt hat, dass Marrakesch die Hauptstadt von Marokko ist, der hat sich getäuscht. Es ist nämlich Rabat. Habe ich auch nicht gewusst. Wo sind wir? Wir sind in Rabat. Kriegt man da Rabatt? Nein. Leider nicht. Alles genauso teuer wie sonst und noch teurer, weil wir in der Hauptstadt sind. Das hier ist die Medina von Rabat, die alte Burg. Wir sind hier in der Medina von Agadir. Nein, nicht in Agadir. Medina von Rabat. Ja, ist alles blau angemalt. Wer weiß warum. Schaut aber schön aus. So, wir sind jetzt zurück vom Stadtrundgang. Nach dem Spaziergang und nach dem Surfen sind wir jetzt wirklich hungrig. Und heute gibt's Salat mit Avocado. Dann gibt's Reis und Linsendal. Hallo Gabriel. Rufen wir mal das Espo ist. Ich tue gerade vom getrockneten Pfefferminz die Blätter abpflücken und die Stängel separieren, aber richtig aromatisch. Also es gibt leider noch kein Geruchskino, aber damit machen wir uns in Zukunft unseren Tee. Man kriegt so ein Büschel Pfefferminz um 20 Cent. Ja, wir fahren jetzt an der Strandpromenade entlang von Rabat und das ist eigentlich schön gemacht. Das ist zweispurig, beidseitig mit Palmen und gleich nebenan das Meer mit den riesen Wellen. Das ist aber leider nicht surfbar. Wenn man da reingeht, das überlebt man nicht, weil es ist auf der ganzen Strecke Felsenküste. Also wir wollen heute noch weiterfahren nach Kemitra. Das ist circa 40 Minuten von da und ja, es geht dann immer weiter in den Norden Richtung Fähre. Weil am Freitag ja die Fähre geht, leider. Naja, wir freuen uns aber auch schon wieder auf Neues, obwohl uns Marokko wirklich sehr gut gefallen hat. Wie man sieht, steht das Thema hier auf einem ganz normalen Parkplatz, da in der Nähe vom Meer. Da hat man es nur ein paar Meter runter, ein paar Minuten und dann ist da gleich der Surferstrand. Wir werden jetzt einmal frühstücken, damit der Gabriel Kraft hat zum Surfen und dann geht's los für dich. Wurden vom Wohnwagen auch noch so eine Art Fenster aussägen und da dann diese Acrylglas. So, liebe Leute, jetzt geht's los. Ich gehe zum Surfshop und hol mir ein Neopren und ein Board. Aber das Problem ist, es ist komplett überfüllt. Also, ich hoffe, es wird was und es wird nicht nur Gerangel, Rangelei im Wasser. Aber ja, wir werden sehen. Ich habe einen nagelneuen Anzug gekriegt, der schaut wirklich noch gut aus. Also ist noch die Etikette zwar unbenutzt. Sieht mich um und dann haue ich mich rein. Also, mein Sonnenschutz habe ich schon. Schaut lustig aus. Ja. Ist mir wurscht, wie es ausschaut. Ich brauche das einfach, sonst kriege ich höchstwahrscheinlich einen Sonnenstich. Bin sehr empfindlich auf die Sonne. Den aufwärmen. Mir dabei da gemütlich und schau dem Gabriel zu. Ich habe heute nämlich ein bisschen Bauchweh, deswegen wird es nichts mit mir. See you later. Ja, dann Baby, hau rein. Haben sie neben uns ein paar französische Rallye-Fahrer eingepackt.
Weiß zwar nicht, was für eine Rallye die fahren, aber schauen doch ganz lustig aus, die Fahrzeuge. Haben auch ein bisschen Bodenfreiheit. Mehr als man erwartet von so einem Peugeot. Da ist ein Citroën AX. Auch ganz nett anzusehen. Und da drüben haben wir auch noch einen AX. Auch ein spanisches Fahrzeug. Es ist schon ordentlich Bodenfreiheit. Sogar mit Überrollkäfig, Ersatzreifen, Sandblechen drin, gescheiter LED-Beleuchtung mit Unterfahrschutz, diversen Schaltpanels. Ja, hier in Marokko sieht man einige von diesen Teams. Teilweise Franzosen, teilweise Spanier. Letztens haben wir ein ganzes Team gesehen, das war nur Renault R4. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass das schon ziemlich alte Fahrzeuge sind und die man alle recht arg herkriegt. Also, wo sind wir? Wir sind beim Mausoleum von Mohammed den 4. oder 5. Ja, es ist ganz schön hier. Sehr beeindruckend, diese Gebäude, also dieses Mausoleum. Die Säulen hier, das war das alte Mausoleum. Es ist ja schon ziemlich alt, das Ganze hier. Keine Ahnung wie lange, aber sicher schon ein paar hundert Jahre. Und irgendwann ist das eingestürzt, dieses Säulenkonstrukt. Und dann haben sie das neue Mausoleum gebaut. Aber es ist durchaus pompös. Ja, und sehr viel Kleinarbeit in den Details, lauter so Mosaiksteine und alles. Ja, nicht so wie wir es von woanders kennen, dass das fake ist oder genau. Einfach nur aufgedruckt, sondern es ist tatsächlich echtes Mosaik. Das ganze Gezierte ist echtes Metall. Das hier war mal früher das alte Mausoleum, aber es scheint irgendwann zusammengebrochen zu sein. Und das neue ist hier. Wir treffen uns mit einem Franzosen. Den habe ich beim Surfen kennengelernt. Ja Leute, wir sind gerade in der Innenstadt von Rabat. Wir haben hier den, jetzt fällt mir der Name nicht ein, also hat der Gabriel beim Surfen kennengelernt. Wirklich so ein netter Zufall, wir haben total gute Gespräche und er zeigt uns jetzt da die Innenstadt. Auf jeden Fall, wir sind total begeistert und die Innenstadt ist echt sehr schön. Also wow, alles total sauber. Ja, echt cool, muss ich sagen. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Wir hatten die angenehme Gelegenheit, in einem Apartment zu schlafen. Wir wurden eben eingeladen von unserem neuen marokkanischen, halb französischen Freund. Einfach die Gastfreundschaftlichkeit, die hat uns wirklich sehr beeindruckt. Schauen wir mal, was der Tag heute noch bringt. Wir werden noch einiges machen. Und ja, wir nehmen euch natürlich mit. Gabriel and Lenny, two Australian guys, pretty nice, pretty cool. Here is Lenny, say hello. Hi. And here is the only one, the most famous, worldwide well-known, Gabriel. Oh yes, this guy. So, introduce yourself. My name is Sam. I'm a Moroccan gentleman who is born in France and we went for a surfing session where I met a crazy Austrian guy called Gabriel who introduced me to his crazy wife and now they are living at my place in Morocco, in Rabat. Yes, so Sam is a nice guy who invited us even though he did not know us to himself and we get to know each other. Right now we are heading to the city. Don't you forget that we are in Africa here, you know, so for us to have like so many good transport, it's really good. So there is this thing, the tramway, and something that we are really proud of, really, it's the high-speed train. Have you heard about that? No. There is the first African high-speed train
that is going from Tangier, north of Morocco, until Casablanca. The train can go as fast as 300 km per hour. It's crazy, it's like the TGV in France. Das ist ein Holzbettgestell, das wird gerade hier hergestellt. Alles in Handarbeit. Lustiger Fakt, das Holz kommt aus Rumänien. Wir probieren ein paar traditionelle marokkanische Süßigkeiten. Genau. Ich bin schon sehr gespannt, ob es mithalten kann mit den österreichischen Spezialitäten. You wanna try? I'm on the diet. I don't eat sweet. Oh, I'm so sorry for you. Not bad. It's very sweet. Very, very So how many countries did you do, guys, until now, if you count? 32. Seriously? From Austria, we went to Hungary, Romania, Bulgaria, Turkey, Greece, Italy, Switzerland, Germany, then Slovakia, Estonia, Latvia, what's the other one? Lithuania. Finland, Norway, Sweden, Denmark, again Germany, then Netherlands, Belgium, France, England. Cocorico, France, did you say? Did you say France? Yes. For sure. And then on the return, we went through Luxembourg, Switzerland, and we've been to Jordan and Israel, and right now we are in Morocco. And yes, and Morocco loves you. I can't get it to open. Ah, yeah. Hey mate, don't you ever say that us Moroccan we're not that smart. We're offering a sweet, guys. Ah, no, thank you. You don't like it? أتانا عندي مش مع الناس. Take care. شكرا عليك خويا. نشوفك إن شاء الله. Give me a warning. I don't see anything, guys. There's nothing. Take care. خويا الله يعاونك بخيرين الله يحفظك الله يكرمك الله يجي معاك الله يحفظك واو شكرا شدو three of the most healthy ingredients for your health. I'm serious. And look at something, the number of bees that you can find in Morocco. Honestly, we are so close from Mother Nature. You like it until it bites you. It's or true. Or stitch you. It's true. Professor Elena, what's going on here? Not anything I want to eat. No, let me try. I'm just doing Sura for you and show you. Okay, guys, so it was the Medina in the market of Rabat. Any thing that you want to say about that? In German? Sehr schön, sehr vielfältig. Ja, man findet ständig irgendwelche Sachen, die interessant sind, aber man kann nicht alles kaufen, weil sonst wäre unser Van schon voll mit Sachen, die man nicht mehr. Und wir würden feststecken. So, Sam, tell me, which is the nicest place in Morocco? Honestly, for me, the nicest place in Morocco, it's the south. Because people tend to be more authentic, you know. You don't have like mass tourism in the south. For example, if you go to the south of Morocco, you will never see someone begging.
too proud. So I like south of Morocco. I also like the north, what they call the Rif Mountain. You know, people are a bit whiter than us. They tend to look like very European. And it's people from the mountain. So it's really beautiful, you know, the lakes, the food, the Berber culture. That's where you find as well sometimes the best carpet. Women are just beautiful there, no? So yeah. So what do you like the most about the culture? Morocco, diversity. It's just amazing. First thing first, honestly, Gabriel, you've been here for what, a few weeks? Almost 2 months. 2 months. Think about like the ethnic diversity of Moroccan. You will find like people like me, you know, so I will say brown. You will find like dark people who are almost African. You will find like white people with like blue eyes, green eyes in the north, in the mountain. There is not one country with such an ethnic diversity except Brazil, you know? So sometimes when people are thinking about Morocco, they think that, oh yes, it's only brown Arabic people. No, wrong. So now we will have some lunch. Tagines, they are small or are they for 2 person? No, it's normally for 1 person. But it's like a canela. Honestly, it's really good. What I like as well is that kind of vegetable that you don't find that often. Mm, it's really good, you know? Cauliflower. Cauliflower. Color-wise, it's really nice. And I'm looking for the meat somewhere. Yes. So das ist die traditionelle marokkanische tagine. 1, 2, 3 fingers, you dig into it, and you go for it. In Sam's apartment. Wir dürfen hier beim Sam Video bearbeiten, voll gemütlich in seinem Studio. Er hat da einige fette Arbeitsgeräte. Wir genügen uns mit unserem. Und mit seinem Bildschirm. Yeah. What's going on, guys? We are working on our latest YouTube video and it will be up soon. Only for you guys. Ja, wir haben jetzt vorher gerade unseren marokkanischen Freund, den Sam, zum Flughafen gebracht. Und jetzt geht's für uns weiter nach Kenitra. Dort werden wir ein bisschen Mittagessen und dann noch einen Plan machen, was wir als nächstes machen. Die Schafe essen den ganzen Müll mit oder was? Na super. Hm. Ja, so schaut es manchmal aus in Marokko an manchen Ecken. Leider, aber ich hoffe, die kriegen das irgendwann mal in den Griff, das Müllproblem, die Leute da. Wir sind schon so hungrig gewesen. Wir stehen da jetzt auf einem Marschan-Parkplatz und genießen jetzt unser Essen. Was haben wir da Gutes? Spiralnudeln mit Zucchini-Pasta quasi. Mahlzeit. Als Nachspeise gibt es was Gutes. Obstsalat. Die ersten paar Mal waren Sackerproblem, wir haben sie ja jedes Mal gewaschen, die Erdbeeren, aber dieses Mal entweder zu wenig gewaschen oder wahrscheinlich jetzt eh nichts käufen. Hallo, ich kümmere mich gerade um die YouTube-Kommentare, sie beantworten und so. Und sind es eh nette Kommentare? Ja, hauptsächlich sehr nett. Seit 3 Tagen kriegt man nur eine klare Suppe. Mittlerweile sind wir schon bald verhungert. Ja. Ich bin schon ganz dürr. Hungersnot ist vorbei. Ja. Ich bin so froh. Beste Brot, das ich je gegessen habe. Ja, ich musste mir gerade allen ernstes Schuhe kaufen, weil ich bin gerade von Rabat mit dem Zug nach Kenitra gefahren. Und mitten, wenn ich mich im Zug eingestiegen bin, ist mir die hintere draufgestiegen und so ist mein Schlappen in die Ritze reingefallen. Nur mehr ein Schlappen. Jetzt war ich die ganze Zeit nur mit einem Schlappen unterwegs und mit den anderen Haxen habe ich mir in Socken gehen müssen. So, Freunde, wir sind zurück aus dem Spital. Hier hat es ausgeschaut, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Wie man
da weg sind vom Bus, hat alles ganz schnell gehen müssen und deswegen natürlich direkt ins Spital. Ja, ihr Lieben, wie man sieht, schaut tiptop aus. Haben wir, glaube ich, seit 4 Tagen nicht die Haare frisiert, immer nur den Zopf gehabt im Spital und ich bin jetzt auch noch nicht dazu gekommen. Weil wir haben gesagt, wir fahren jetzt direkt nach Dangami zum Hafen und nehmen die nächste Fähre, beziehungsweise die letzte. Die letzte geht um 19 Uhr. Wir wollen einfach nur raus aus Marokko. So gut uns Marokko auch gefallen hat, das Ende war ein bisschen, ja, nicht so toll. Wir fühlen uns jetzt wohler, wenn wir einfach direkt raus und nach Spanien und dann da in Tarifa dort dann stehen und fürs Wochenende einmal noch uns auskurieren und ausrasten. Gut, Gabriel kommt zurück. Sehr gut, Wasser hat er auch. Perfekt, jetzt können wir losstarten zum Hafen. Ja, wir sind kurz vor Tangermed. Das sind jetzt noch die letzten Hügel vor dem Mittelmeer. Und wir werden heute noch, falls wir sie erwischen, die letzte Fähre nehmen nach Algeciras. Dann sind wir wieder in Europa. Super, dann haben uns unsere Freunde wieder aufgehalten. Ja, wir sind ja in Eile, weil in 20 Minuten geht die Fähre. Wie schaut's aus, Hase? Wir haben lang genug gesudert. Hast nichts zahlen müssen? Nein, sie haben kein Wechselgeld. Wir haben genau 34 Minuten. Wir müssen schauen, dass wir das jetzt schnell schaffen. Dass wir schnell auf wir die Fähre. Wir müssen noch durch den Zoll, ne? Genau, wir müssen noch durch den Zoll, die ganzen durch die Kontrollen durch. Gerade wieder mal ein tolles Erlebnis. Wir haben jetzt 10 Euro nochmal gezahlt, quasi Schmiergeld, damit wir noch durchkommen. Sonst angeblich hätten wir nicht mehr auf die Fähre können, weil wir hätten angeblich ja, eine Stunde früher schon dort sein sollen. Ja, wie auch immer, wir haben es jetzt geschafft. Ja, der wollte nochmal 10 Euro pro Person 20 als Schmiergeld, weil er jetzt irgendwie wie mit dem Boss telefoniert hat, dass wir jetzt noch durch können. Aber ja, hallo. Die Fähre ist nicht einmal noch da. Die ganzen Autos sind schon am Start. Oh, siehst du, haben wir es noch geschafft. Sind wir froh. Ja, das war's dann wohl mit Marokko. Ja. Marokko hat uns mit einem schönen Sonnenuntergang begrüßt und es verabschiedet sich bei uns mit einem schönen Sonnenuntergang. Ja. Und damit verabschieden wir uns aus Marokko und aus Afrika. Wir sind bald wieder in Europa. Den haben wir erwischt. Der macht sich auf unsere Anhängerkupplung gemütlich. Und damit zu uns. Ja, ihr Lieben, was genau passiert ist, erfährt ihr im nächsten Video. Eins können wir schon mal sagen, es war nicht Corona, aber schlimm genug. Ja, das war unser letztes Video aus Marokko. Es geht weiter in Europa und wie ihr wisst, die schweren Zeiten kommen nun jetzt in diesen Videos, in den folgenden. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ja, ihr könnt uns gern abonnieren und hinterlasst auch gern ein Like. Das fördert unsere Chancen beim YouTube-Algorithmus. Mhm.